Hallo, heute habe ich ein Tablet im Test und zwar dieses hier, ein Exelren BT1077 10 Zoll High Resolution Tablet, frisch aus China. Und im Lieferumfang war unter anderem hier diese Displayschutzfolie enthalten, dieses Netzteil mit EU-Stecker, dann hier noch ein USB-Ladekabel bzw. Datenkabel und eine Betriebsanleitung. Wenn wir uns das Tablet mal anschauen, sehen wir, dass es einen 10 Zoll LCD Widescreen hat mit einer Auflösung von 1024x600 Pixeln. Hier oben haben wir eine Frontkamera mit 0,3 Megapixel. Wenn wir das Tablet mal rumdrehen, sehen wir hier wieder die Aufschrift Exelven. Hier haben wir einen Lautsprecher, einen SD-Kartenslot mit bis zu 32 GB. Hier haben wir einen Mikrofoneingang, eine Zurücktaste, einen Stromanschluss, einen HDMI-Eingang, einen USB-Eingang, einen Kopfhöreranschluss, eine Reset-Taste, einen On-Off-Knopf und hier eine weitere Kamera. Diese hat 2 Megapixel und wie man sehen kann, hat das Tablet eine Lederoptik, besteht allerdings aus Plastik. Wie man bereits erkennen kann, läuft auf diesem Tablet Android 5.1.1. Ursprünglich war da Android 4.4.4 installiert, aber ich habe mich im Internet schlau gemacht und mehr ROMs für dieses Tablet gefunden und gleich mal Android 5.1.1 geflasht. Das Android ähnelt sehr dem Stock-Android von Google. Vorinstallierte Apps gab es sehr wenige, unter anderem hier diesen QR-Code-Scanner, eine Betriebsanleitung und da oben diesen Task-Manager. Ansonsten waren nur diese übrigen Google-Apps vorinstalliert. Installiert habe ich noch ein Benchmark-Tool bzw. mehrere Benchmark-Tools und CPU-Z. Starten wir mal zunächst CPU-Z. Hier sieht man unter anderem, dass ein 8-Core Cortex A7 mit 1,8 GHz verbaut ist. Momentan sind wenige CPUs aktiv bzw. Kerne. Da unten sieht man auch den GPU-Renderer, der verbaut ist. Hier sieht man wieder die Bezeichnung BT1077 vom Hersteller Allwinner. Eine Auflösung von 1024x600 Pixel mit 170 dpi, 1 GB RAM und 16 GB integrierten Speicher. Hier sind noch 11,36 GB verfügbar. Hier wieder Android 5.1.1, den aktuellen Batteriestatus. Und hier sehen wir, das Tablet hat einen Bewegungssensor verbaut, aber kein GPS. Kommen wir noch zu AnTuTu Benchmark. Hier sehen wir, dass das Tablet 28.629 Punkte erreicht hat. Im Ranking sieht das Ganze dann so aus. Dort reiht es sich zwischen dem HTC One und dem LG G3 ein. Haben wir noch den Screen-Test bzw. Multi-Touch-Test. Fünf Finger erkennt das Tablet problemlos, einen sechsten Finger erkennt es nicht mehr. Starten wir noch Geekbench. Hier haben wir einen Single-Core-Score von 355 und einen Multi-Core-Score von 1836. Zudem sehen wir hier die einzelnen Zeiten, die das Tablet für verschiedene Arbeitsvorgänge benötigt. Im Single-Core-Score reiht es sich hinter einem Asus Nexus 7 ein. Und im Multi-Core-Score ist es noch vor einem Samsung Galaxy S4. Insgesamt ist das Tablet auch wirklich sehr flüssig und schnell, also Apps lassen sich problemlos in kürzester Zeit öffnen. Was man hier noch sehen kann, Vision funktioniert einwandfrei, die Eingaben werden direkt erkannt. Kommen wir noch zur Kamera. Momentan ist die 0,2 Megapixel Frontkamera aktiv. Qualität ist dementsprechend. Ja. Schalten wir mal die Rückkamera an.
Hier sieht man, dass das Tablet die Kamera links angebracht hat. Das heißt, man muss das Tablet immer etwas nach links halten, damit man was ins Bild bekommt. Und was mir ebenso aufgefallen ist, ist, dass das Tablet das Bild sehr stark vergrößert. Man kann zudem noch weiter reinzoomen, aber den Zoom verringern geht leider nicht. Das Exelven BT1077 ist ein wirklich sehr interessantes Tablet. Es bietet fast all das, was die Tablets der größeren Hersteller ebenso zu bieten haben. Unter anderem ein Bluetooth-Modul, ein WLAN-Modul, ein SD-Karten-Slot und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Dank des 8-Kern-Prozessors ist es wirklich super schnell. Eingaben werden sofort erkannt und umgesetzt. Das Touchfeld reagiert super. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass ein Fast-Stock-Android vorinstalliert ist und dass fast wöchentlich neue Updates herauskommen. Was mir an dem Tablet nicht gefällt, ist das Display. Die Auflösung geht noch einigermaßen klar, aber dadurch, dass lediglich ein LCD-Display verbaut ist, hat das Tablet einen sehr schlechten Blickwinkel, was man hier sehr schön erkennen kann. Sobald ich das Tablet nur etwas neige, ist schon nichts mehr zu erkennen. Ebenso ist das Display sehr kratzempfindlich. Wenn Excel hier noch nachbessert, dann hat man wirklich ein sehr gutes und günstiges Tablet.